Was für eine Überraschung. Ein Tätowiermagazin. Wie nett. Ja, habe ich euch schon mein nächstes Tattoo gezeigt? Das ist mein nächstes Tattoo. Das, in der Tat, was bin ich? Nach meiner Schwangerschaft. Ja. Tattoos. Ja, ich weiß, ihr wollt bestimmt, dass ich euch meine intimsten Geschichten über meine Tattoos erzähle. Macht ihr aber nicht. Ist es Rum oder ist es Gin? Schwarzwald Dry Gin. Mache ich ganz gut. Wenn es nicht noch so früh wäre. Obwohl, habt ihr das schon draus getrunken? Hat schon jemand draus getrunken? Gin, ja. Gin, mein alter Freund. Wir kennen uns schon lange. Wir mögen uns. Richtiges und gutes Deutsch. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich hatte eigentlich immer eine super Note in Deutsch. Vielleicht könnte das... Achso, vielleicht, weil ich jetzt deutschsprachig singe. Mein neues Album heißt Muttersprache. Es ist in meiner Muttersprache, in Deutsch, richtig. Wir können ja mal gucken, ob es auch den Satz... Ob es Blüh im Glanze hieße tatsächlich oder Blüh im Lichte. Das würde mich noch interessieren. Ah ja, okay, ich sehe schon. Ihr habt an alles gedacht hier. Ich habe es einmal versucht, ich werde es nicht wieder tun. Auch heute nicht, auch nicht für euch. Ein Pferd. Ja, diese kleinen Schleichpferde, die haben wir zu Hause auch reichlich stehen. Ja, natürlich Pferde, ich liebe Pferde. Ich bin bekanntlicherweise ein großer Pferdefan und Reiterin. Und habe mittlerweile kein eigenes mehr, aber meine Mädels reiten beide und... Von daher komme ich immer noch dazu, im Dreck zu wühlen und die Nachmittage, die freien und die Wochenenden draußen im Stall zu verbringen und auf den Wiesen und den Feldern. Okay, krass. Ist das der eine Gegenstand, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe? Oder gibt es da irgendeine Geschichte, von der ich noch nichts weiß? Ach so, guck mal, ich habe den Film noch nie gesehen. Ach so, Terminator. Ist das hier Sarah Connor oder was? Nee. Terminator. Are you Sarah Connor? No. Okay, I'll be back.